Vorsicht, Kuppe, Sprung und Sprung. Links 2, Sprung, Bodenwelle. WRC ist ja auch so eine Serie, wo jedes Jahr ein neuer Teil kommt. Eigentlich testet es Uwe, der ist leider gerade zu Tisch oder sonst wo, deswegen vertun wir weiter das. Du hast es ja auch gezockt, Michael, ne? Genau, ich habe es gezockt. Ich kenne jetzt den Vorgänger nicht, allerdings kann ich sagen, es macht sehr viel Spaß. Sie haben wohl ein bisschen an der Fahrphysik gefeilt, ist interessanter für Simulationsfreunde gemacht. Also wenn man alle Fahrhilfen ausmacht, haut das schon ganz schön rein. Ich habe ja letztes Jahr als Toni, der hat ja den Vorgänger noch damals getestet, da habe ich ein bisschen zugeschaut. Er war ja auch vom Gameplay her auch relativ angetan. Er fand aber die Aufmachung nicht so gut und wenn ich mir das so angucke, da scheinen sie ja auch schon ein bisschen was dran gemacht zu haben, oder? Ja, also die Fahrzeuge sehen sehr schön aus. Wo sie am meisten gearbeitet dran haben, sind die Personen, die ganzen Sponsoren, alles an den Seiten ist alles ein wenig aufpoliert. Sieht besser aus und die Menüs sind auch sehr hübsch gemacht. Und rechts, nicht schneiden. Wie man jetzt auch in dem Video vorher gesehen hat, das Rückspul-Feature ist auch wieder da. Also da gucken sich alle was von Codemasters ab, aber ist man inzwischen auch gewohnt, macht das Ganze auch vielleicht interessanter für Casual-Spieler. Ja, das gehört ja zum Rennspiel mittlerweile dazu. Was ich gelesen habe, es gibt auch einen ganz neuen Karrieremodus, in dem man so quasi als Jugendfahrer startet, richtig? Genau, man beginnt in der Junior-WRC, fährt für andere Teams und kann sich dann langsam hocharbeiten. Die Wochenenden sind auch so wie richtige, also mit mehreren Etappen über 2 Tage. Sobald man dann Meister wird in den Junioren, steigt man in die WRC 3 auf, 2 und dann irgendwann in die WRC und kann Weltmeister werden. Das klingt ja, als würde es ungefähr 4 Jahre dauern, bis man mal irgendwo oben dabei ist. Ja, so ungefähr sieht es auch aus. Hier sieht man, kann man das Auto anpassen, das ist zwischen 2 Etappen. Da kann man die Ausrichtung des Autos ändern und ähnliches und es natürlich reparieren, wenn man wieder ein paar Planken gestreift hat. Also es hat schon einen realistischen Anspruch dann mit Tuning und Ausrichtung und Schaden reparieren und so. Ja genau, man kann sich angucken, wie die Etappen aussehen, ob sie auf Asphalt oder auf Sand oder so abspielen. Okay. Und natürlich, wenn man repariert, kann man nicht alles reparieren. Deine Techniker haben 1 Stunde Zeit und je nachdem, wie stark etwas beschädigt ist und was du reparierst, dauert es länger. Und möglicherweise kannst du dann deine Karosserie nicht mehr reparieren lassen. Das klingt ja schon deutlich anspruchsvoller als Dirt 3. Ja, so einiges ist anspruchsvoller als Dirt 3. Die Szenarien sind auch sehr unterschiedlich. Hier sieht man, fährt man ein bisschen durch die Stadt. Und Schnee ist natürlich auch wieder gegeben. Unterschiedliche Tageszeiten sind auch neu. Also man kann während des Tages bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang fahren. Ich glaube, hier ist es im Moment Sonnenuntergang. Also die Lichtstimmung ist auch ganz nett. Das ist Mexiko, glaube ich, wenn ich die Flagge da oben richtig toll. Ja, sieht danach aus. Also, schaut hier schon ganz schick aus. Ich glaube, Rallye-Fans sollten sich das echt vormerken. Bin mal gespannt, was Uwe dann unter seinen Test schreibt.